Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelda, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Unsere Aufgabe ist es jetzt, uns hier in das Schloss zu schleichen, was jetzt, glaube ich, gar nicht so einfach wird. Naja, zum Glück ist die Weitsicht dieser Wachen nicht unbedingt so groß. Denn, naja, hätte man mich eigentlich schon sehen können. Ah, ich muss da hinten hochklettern, glaube ich, oder? Sieht sehr klettermäßig aus hier. Ja. Okay. Denn wir wollen zu Prinzessin Zelda. Aber die Wachen wollen uns natürlich nicht vorbeilassen. Ah, was? Also sowas sieht er dann, oder? Dann springe ich halt ins Wasser. Mein Gott, lächerlich. Lächerlich. Ja. Na bitte. Was willst du eigentlich? Gehst du zufällig auch zum Schloss? Wenn ja, tust du mir einen Gefallen. Würdest du dort meinen Vater für mich suchen? Na, okay. Sicher ist er eingeschlafen und macht irgendwo ein Nickerchen. Es ist immer das Gleiche mit ihm. Ach, wenn du ihn suchst, nimm dies hier an dich. Bewahre es warm und sorgsam auf. Du wirst es gebrauchen können. okay. Okay. Ja. Okay. Dann wollen wir doch mal. So, bis zu der einen Stelle hat es ja gepasst. Also gehe ich jetzt nochmal genauso. Ja. Ich finde es halt echt lächerlich. Da die Wachen, die sogar so ein bisschen in meine Richtung schauen, können mich nicht sehen und die anderen, ja. Es wird schon wieder Nacht. Wie schnell der Tag hier vergeht. Unglaublich. Dann schwimmen wir halt. Einfach schwimmen. Schön. Hier hoch. Da ist niemand. Ah, das ist wohl der. Milch frisch abliefern. Muss mich beeilen. Schauen wir halt. Okay. Ja, ich habe kapiert, dass du frisch abliefern musst. Muss ich jetzt warten, bis es in der Früh ist oder so? Wahrscheinlich. Oh mein Gott, diese Warterei hier. Kann ich in die Tür da rein? Die ist nur Zierde. Super. Könnte hier demnächst mal Tag werden. Wäre sehr cool, wenn demnächst mal Tag werden könnte. Ja, es wird Tag. Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass da ein Hahn oder was bei rauskommt. Aber anscheinend nicht. Hm.
Wow, du hast dein Ei ausgebrüht, dein Küken ist geschlüpft. Ach, komm schon, halt die Klappe. Was zum Teufel? Kann man denn nicht mal für eine Sekunde die Augen zumachen? Ja. Hallo, wer bist du? Also, ich bin Talon, Besitzer der Lonlon Farm. Ich war auf dem Weg zum Schloss, um frische Milch zu liefern. Als ich mich kurz ausruhen wollte, muss ich wohl eingeschlafen sein. Was? Marlon sucht nach mir? Da bekomme ich wieder gehörigen Ärger. Ich hatte ihr doch versprochen. Alright, das läuft nicht gut. Hast du immer so viel Angst vor deinem kleinen Töchterchen? Geile Kameraführung. Aber okay. So, jetzt brauchen wir, denke ich, die zwei Kisten hier. Oh. Navi will uns irgendwas erzählen, ich habe aber keine Lust drauf. Brauchen wir das Huhn nochmal irgendwann irgendwo? Ich habe keine Ahnung. Ja, so angehört hat sich's ja eher wie ein Hahn. Hat auch einen Hahn im Kamm. Naja, vielleicht ist auch ein Übersetzungsfehler, wer weiß das schon. Wahrscheinlich ihr, ich bin hier der Unwissende. So, rein hier. Burghof. So, jetzt geht dieses Ausweichspielchen los. Ich hoffe, die haben hinten keine Augen, so wie die anderen. Nee, okay. Halt die Klappe, Navi, was willst du? Wie sollen wir in diesem großen Schloss die Prinzessin finden? Aha. Ein sehr guter Kommentar, danke. Ohne den wäre ich hier nie zurechtgekommen. Boah, Alter. Nein! Was tue ich denn da? Gott, das war jetzt Glück, dass der gerade in die andere Richtung geschaut hat. Ach komm, mach hin, bitte. Geh jetzt weiter. Na, ich warte und ich warte. Ich muss das machen, wenn die beide in der anderen Ecke sind. Die sind nämlich nicht eine halbe Runde voneinander entfernt, die sind weiter voneinander entfernt. Näher beieinander, zusammen meine ich. Komm, geh runter da. Danke. Oh. Oh. Die Musik hat auch irgendwie was. Na, geh weiter, bitte. Weiter. So. Sind wir jetzt fertig mit dem Versteckspiel? Wäre ganz cool, aber sieht so aus.
Ach, hier ist dieser Burghof mit den Easter Eggs, oder? Hä? Also hier nicht. In irgendeinem Fenster sollten Easter Eggs sein. Ah, da haben wir sie ja. Peach, Mario, ich glaube, da links ist noch Yoshi, oder? Yoshi, genau. Sieht man von dem Winkel auch noch was? Na, wenn, müssen wir uns das schon mal genau anschauen hier. Luigi und Bowser. Okay. Ja gut, hat man das auch mal gesehen? Ein Gras, das ich nicht zerschneiden kann. Hallo. Oh. Nanu. Wer bist du? Wie hast du es geschafft, an den Wachen vorbeizukommen? Wow. Was ist das? Das ist... eine Fee? Dann kommst du aus dem Wald? Du hast nicht auch zufällig den heiligen Stein des Waldes, oder? Ich meine diesen funkelnden grünen Stein. Nun, hast du ihn dabei? Ah, nein, natürlich schon. Wie ich mir dachte. Ich hatte einen Traum. Daran überzogen dunkle Wolken unser Land Hyrule. Doch plötzlich durchschnitt ein Strahl hellen Lichts diese Wolken. Er kam aus dem Wald und ganz Hyrule erstrahlte in seinem Glanz. Das Licht verwandelte sich in einen Jungen, der einen glitzernden grünen Stein in den Händen hielt. Ihn begleitete eine Fee. Ich weiß, es war eine Prophezeiung, dass jemand aus dem Tiefen des Waldes kommen würde. Ich dachte, du wärst es. Oh, tut mir leid. Ich habe mich ein bisschen mitreißen lassen von meiner Geschichte und mich gar nicht standesgemäß vorgestellt. Ich bin Zelda, Prinzessin von Hyrule. Wie lautet dein Name? Ich fühle etwas, Tanuki. Seltsam, er kommt mir so vertraut vor. So sei es, Tanuki. Ich werde dich nun in das Geheimnis des Heiligen Reiches einweihen, das seit Generationen von meiner Familie gehütet wird. Du wirst das doch nicht weiter erzählen. Ja, natürlich. Ach, ich erzähl's nicht weiter, okay, auch wenn ich gerne würde. Dies ist die Legende. Das Triforce vereinte die Kraft der drei Göttinnen. Sie verbargen es an einem Ort in Hyrule. Denn das Triforce hat die Macht, die Wünsche dessen wahr werden zu lassen, der es in Händen hält. Ein rechtschaffenes Herz würde Hyrule in goldene Zeiten voller Reichtum und Frieden führen. Würden Wünsche eines Menschen mit niederer Gesinnung erfüllt, so verschlänge das Böse die Welt. Daher errichteten die Weisen die Zitadelle der Zeit, um das Triforce vor bösen Mächten zu bewahren. Die Zitadelle der Zeit ist in unserer Welt der Zugang zum Heiligen Reich. Doch dieser Zugang ist versiegelt durch eine steinerne Mauer, die man Zeitportal nennt. Es heißt, man brauche die drei heiligen Steine, um den Zugang zu öffnen. Und noch etwas,
Nämlich ein uraltes Relikt, das im Besitz der Königsfamilie von Hyrule ist. Die Ocarina der Zeit. Hast du die Geschichte, die ich dir anvertraute, verstanden? Ja. Großartig. Das habe ich ganz vergessen. Ich habe gerade durch dieses Fenster hier geschaut. Eines der Elemente aus meinem Traum, die dunklen Wolken. Ich glaube, sie symbolisieren diesen Mann dort. Möchtest du ihn dir anschauen? Ja. Wir wollen doch sehen, wer hier die dunklen Wolken symbolisiert. Oh no. Siehst du den Mann dort? Den mit dem bösen Blick? Das ist Ganondorf. Anführer der Gerudos, die in der Wüste fern im Westen unseres Landes leben. Er hat meinem Vater die Treue geschworen, doch ich glaube nicht, dass er aufrichtig ist. Die dunklen Wolken, die Hyrule in meinen Träumen enthüllten. Sie müssen diesen Mann symbolisiert haben. Was ist passiert? Hat er dich gesehen? Hab keine Angst. Er hat keine Ahnung von unseren Plänen. Noch nicht. Ich weiß, er ist es. Natürlich erzählte ich meinem Vater von dem Traum. Doch er glaubte mir nicht, dass der Traum eine Prophezeiung sei. Doch glaube mir, ich spüre die böse Aura dieses Mannes. Ganondorf hat es auf nichts anderes als das Triforce des Heiligen Reiches abgesehen. Nur das scheint sein Begehr. Um sein Ziel zu erreichen, muss er Hyrule, nein, die gesamte Welt unterwerfen. Tanuki, wir sind die einzigen, die Ganondorfs Pläne durchkreuzen können. Bitte. Ja. Ich danke dir. Ich habe Angst, große Angst, dass dieser Mann Hyrule den Untergang bringt. Er besitzt übermenschliche Kräfte. Doch nun, da du hier bist, wird alles gut. Wir müssen verhindern, dass Ganondorf in den Besitz des Triforce gelangt. Ich werde die Ocarina der Zeit mit all meiner Kraft schützen. Niemals soll er sie erhalten. Deine Aufgabe sei es, die verbliebenen heiligen Steine zu finden. Sie sind der Schlüssel zum Heiligen Reich. Lass uns das Triforce suchen und mit dessen Kraft Ganondorf bezwingen. Und eines noch. Nimm diesen Brief an dich. Ich bin sicher, du wirst ihn brauchen können. Das ist Zeldas Brief. Er trägt Prinzessin Zeldas Unterschrift. Im Gegenstandsmenü kannst du ihn auf platzieren. Ja. Okay, hast du noch was zu sagen? Meine Vertraute wird dich aus dem Schloss geleiten. Unterhalte dich ruhig mit ihr. Oh. Ich bin Impa, Überlebende der Shikar. Meine Aufgabe ist es, Zelda zu schützen. Alles ist so geschehen, wie es die Prinzessin prophezeite. Du bist ein tapferer Junge. Die Vorsehung hat dich an diesen Ort geführt. Mir wird nun die Aufgabe zuteil, dich eine Melodie zu lehren, die du nie vergessen darfst. Es ist ein Lied, das die Königsfamilie von Generation zu Generation weitergibt. Ich habe dieses Lied für Prinzessin Zelda gespielt, als sie noch ein kleines Kind war. In den Noten verbergen sich mysteriöse Kräfte. Lausche nun der Melodie.
Zeldas Wiegenlied, oh yeah. Aber noch auf der falschen Ocarina hier. Nö, 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 nö. Aber so viel sollte jedem klar sein. Gut, gut. Du hast Zeldas Wiegenlied erlernt. Wenn dich die Soldaten hier finden, bekommst du Ärger. Lass mich dich aus dem Schloss führen. Gut. Du tapferer Jüngling, wir müssen Hyrule von der drohenden Apokalypse bewahren. Richte deine Augen gen Osten. Dies ist der Todesberg, das Reich der Goronen. Sie hüten den heiligen Stein des Feuers. Am Fuße des Todesbergs wirst du Kakariko finden. Es ist die Stadt, die ich gegründet habe, um Verfolgten Obdach zu bieten. Bevor du zum Berg aufbrichst, solltest du dich mit einigen Bewohnern unterhalten. Das Lied, das ich dich gelehrt habe, besitzt du geheimnisvoll. Besitzt geheimnisvolle Kräfte. Nur Angehörige der Königsfamilie dürfen es lernen und spielen. Vergiss nicht, du kannst damit beweisen, dass du in königlicher Mission unterwegs bist. Geh nun, die Prinzessin und ich warten auf dich und die heiligen Steine im Schloss. Enttäusche uns nicht. Bam. Ja. Ich will aber, glaube ich, kurz noch mal rein. Ich weiß zwar nicht, ob man die Quest jetzt schon beginnen kann, aber ich muss nachgucken. Ganz einfach. Außerdem haben wir uns das letzte Mal gar nicht so hier umgeschaut. Also schaue ich mich gleich um. Okay, hauen wir mal ein paar Krüge kaputt. Gibt's was, wenn man alle Krüge kaputt macht? Außer Rubine? Wobei, wir sind ja geldgeil. Wir wollen Rubine. Ja. Ja. Legend of Zelda. Ein paar Züge zerbrechen und man ist um ein paar Rubine reicher. Wie das immer klingt, ein paar Rubine. Bei denen ist ein Rubin ja ungefähr gar nichts wert, denn im Real Life ist ein Rubin viel wert. Ein einziger. Aber ist halt, wie es in echt auch ist. Wenn es von was mehr gibt, und es gibt es von grünen Rubinen hier ohne Ende, dann wird es halt weniger wertvoll. Dinge, die es seltener gibt, die kosten mehr. Oder sind wertvoller. Ja, spring halt ab. War eh nichts drin, okay. Sagst du noch was Besonderes? Mann, ist mir langweilig. Es wäre bestimmt spannender, wenn hier mehr los wäre. Hey, das bleibt aber unter uns, klar? Egal, vielleicht können wir ja etwas Dampf ablassen, indem wir ein paar Krüge zerschlagen. Stell dich vor, oh Gott. Drücke A anzuheben und du wirfst ihn. Genau, danke. Ja, aber keine Lust auf Krüge werfen. Also erkunden wir in diesem Part hier noch ein bisschen Hyrule Town. Der Marktplatz. Was haben wir hier? Einen Laden. Was gibt's hier? Mein heißester Artikel ist zurzeit der Hylia-Schild. Ja! Wie viel kostet der? Ich will ihn! Ich brauche ihn! Hab nicht genug Geld. Yeah!
Bomben? Bomben? Ja, gerne. Auch wenn sie sauteuer sind, aber ich kauf sie. Ich habe keine Bombentasche. Okay. Ich sehe es ja ein, ich kann bei dir nichts kaufen. Danke. Wer bist du? Ich hörte, dass es irgendwo eine Kreatur geben soll, die hylianische Schilde frisst. Ah ja. Achso, ja, gut. Ah, kriegen wir hier Tränke? Tränke? Magieladen. Willkommen. In den Fisch im Glas. Käfer. Irrlicht. Grünes Elixier, rotes Elixier, Fee, blaues Feuer. Ah, ist mir aber alles ein bisschen zu teuer. Es ist nicht, es ist eigentlich nicht wert. So, danke, dann halt nicht. Okay, jetzt gehen wir mal in das Haus, wo ich meine, dass diese Quest wäre. Ich glaube, das war dieses hier. Nämlich auch hier gibt es schon etwas mit Masken zu tun. Was steht hier drauf? Maskenhändler, so funktioniert dieser Handel. Die Masken werden nicht verkauft, wir leihen sie dir nur. Du verkaufst die Masken. Das so verdiente Geld gibst du uns und wir leihen dir ein aktuelleres Modell. Du kannst auch eine bereits verkaufte Maske nochmals leihen, aber du kannst sie nur einmal verkaufen. Probier es einfach aus. So, du bist... Welch merkwürdiger Laden. Ich frage mich, wann er öffnet. Ich habe zwar das Schild gelesen, aber es ist doch sehr seltsam. Ja, also heißt es, hier ist noch nicht offen. Okay. Okay, ich verstehe. Ja. Dann halt noch nicht. Wahrscheinlich, nachdem ich den nächsten Dungeon gemacht habe oder so. Ja gut, aber wenn wir jetzt schon hier dabei sind, verbringen wir jetzt den Rest des Partys hier mit der Stadt zu erkunden. Das sieht nach Pfeil und Bogen aus. Das können wir, denke ich, noch nicht. Ja, okay. Ja, wir schauen jetzt einfach mal noch so ein bisschen. Wir haben noch nicht geöffnet, komm schon. Okay, ich denke, wir können jetzt wahrscheinlich noch gar nichts in Hyrule machen. Also hier in der Stadt. Dann verlassen wir doch Hyrule Town. Was laberst du? Lang lebe Prinzessin Zelda! Ja. Ja. Solle sie lang leben. Wäre mir auch recht. So. Na gut. Da es ein sehr storylastiger Part war, bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal für alle, die es bis zum Ende ausgehalten haben, zuzuschauen. Und im nächsten Part geht's dann wieder richtig los, wenn wir nach Kakariko starten. Bis dahin, euer Tanuki Tech. Ciao.